Aber nichts zum Mitnehmen, ne? Oh, und das Licht, das hilft nur spärlich hier unten. Also da hätte ich gern noch eine bessere Lampe. Na schade, das ist alles nur Szenerie, keine Beute, ne? Hm? Naja. So. Wir müssen nach Vault 95. Um der guten Kate gegen ihre Sucht zu helfen. Auf die einfache Art und Weise, ne? Also ich meine, wir wissen noch nicht, was das für eine Maschine ist. Vielleicht ist es gar nicht so einfach. Vielleicht muss man sich von 20 Nadeln auf einmal stechen lassen. Das klingt ja auch nicht geil. Aber das macht man dann halt. Es soll aber wohl auf jeden Fall schneller gehen als so Cold Turkey. Mitten in die Fräse, ne? Aber ich war der Meinung... Ah ja, legendär, der leuchtende Meierlack. Ich hatte noch einen Rumsbums gehört. Genau, komm, hä? Hat das Ding überhaupt einen Arsch? Ich meine, da kommt irgendwo bestimmt was raus. Es hat eine Kloake, ne? Kopf. Kopf, sagte ich. Oh. Ich hätte einen kritischen Treffer machen müssen und hatte keinen mehr übrig. Ja. Baby. Du bist leuchtend und trotzdem nicht der Hellste, ne? Bitte auch nochmal ins Gesicht. Jetzt trifft man ihn wieder gut ins Gesicht. Und tschüss. Und du. Kämpfst du auch nur mit Schlüpflingen? Kate, da lohnt sich die Muni doch nicht. Naja, gut. Oh, ja, eine legendäre Rüstung, aber es war eine Lederrüstung, also scheidet für uns eh aus. Da muss ich nicht nochmal groß gucken, was die für Fähigkeiten hat. Trotz Legendenstatus ist das einfach Ausschussware. Der ist tot, wollte gerade sagen. War schon so. Wenn uns jemand fragt, ne, war schon so. Aber hier drei Meierler Königin, Könige auf einem Fleck, aber keine Königin weit und breit. Und trotzdem überall Eier, ist ja auch ein bisschen, ist ein bisschen weird, ne? Ja, vielleicht kommt ja noch eine Königin. Wäre toll, dann hätten wir hier noch einen großen Fight, der auch noch mal ein paar EP gibt. Und wie weit sind wir denn eigentlich mit dem Aufstieg? Wie lange dauert das denn noch? Ah, knapp die Hälfte, ein bisschen weniger. Also müssen wir doch bis zum nächsten Level Up noch ein bisschen darben. Darbo, schöne Marmelade. Darbo und Fradin Gamlas sind meine Lieblingsmarmeladenhersteller Markendingsbumse. Ah, da können wir jetzt mal wieder kochen. So, machen wir zwei Blutkäfer-Steaks. Ah, Meierlerkfleisch. Oh Gott, hatten wir 32 Stück dabei. Komm, das wird jetzt alles mal verarbeitet. Vielleicht wiegt es dann auch weniger, weil dann ein bisschen Flüssigkeit, die im Fleisch ist, verdunstet oder wie? Getränk, ja, da reicht's für nichts. Okay, gut. Boah, wir haben so viel Meierlerkfleisch. Hey, wir könnten einen Laden aufmachen, echt. Wir könnten eine ganze Siedlung für ein paar Tage ernähren wahrscheinlich. Allerdings mit Skorbut-Risiko. Gerüstetes Meierlerkfleisch, komm. Ach, guck mal, dann kriegen wir mehr AP dazu und so. Haben wir das auch mal gegessen. So, und euch hat man noch nicht ganz überprüft. Okay, aber das waren wahrscheinlich die, die die Kate aufgeschreckt hat. Und was bist du denn? Achso, das ist nur auf die Seite gefallen. Ich dachte eben, was ist denn das für ein Klumpen? Ich meine, das denken sich manche Leute bestimmt auch, wenn ich durch die Straßen wanke. Was denn für ein Klumpen? Das ist der Usselklumpen und er geht um. Versteckt eure Hamburger. Gekocht haben wir eh. Gerade noch erwischt, wow. Ich als Level Designer hätte da noch eine zweite hingelegt. Okay, danke Level Designer. Er denkt wie ich, endlich mal. Wodka, Wasser, Munition immer gut. Dieser Ort hier ist noch nicht lange verlassen. Ich will ganz ehrlich nicht wissen, wie viele 556mm Patronen wir heute schon verschossen haben. Er leuchtet so schön, kann man den nicht als Lampe in die Ecke der Bude stellen? Stinkt aber wahrscheinlich ein bisschen. Also dann vielleicht doch nicht. Obwohl, vielleicht können wir Febreze oder sowas machen. Das sieht doch nice aus, ne? Das könnte doch ein Synthwave-Albumcover sein. Hier, ne? Blau, lila, rosa, purpur, pink. Naja. Könnt ihr euch ja raus-snapshotten, falls ihr ein Synthwave-Projekt habt, ne? Oder vielleicht auch Vaporwave. Okay. Ah. Okay, also hier, das war derjenige, der sich hier ursprünglich mal breit gemacht hatte, aber dann kamen die Meierlerks. Und er wollte sich hier breit machen und die Meierlerks waren schon da. Die haben sich dann gedacht, okay, lassen wir ihn mal eine Bude zimmern, aber dann fressen wir ihn. Und vielleicht zieht die fertig gezimmerte Bude dann neues Futter an. In diese Richtung, ne? Ja, korrekt. Ach, wir sind ja wirklich schon fast da. Ist das geil. So. Dann bin ich mal gespannt, was uns da drin noch erwartet. Red-Kakerlaken machen mich krank.
Also wenn sie einfallslos sind, dann sind es wirklich nur Ghule, beziehungsweise vielleicht die Nachkommen von den Chunkies. Also ich meine, was wird aus Chunkies geworden sein hier im Krieg? Denen ging es vorher schon nicht gut. Dann kam die A-Bombe und so, ne? Wahrscheinlich wird dort alles vergoult sein und Fallout 4 ist nicht so für tiefgreifende Storys bekannt, also finde ich bisher. Auch wenn ich natürlich die Geschichte jetzt hier mit Kate und was wir mit MacReady und so hatten und so weiter, auch wenn ich das alles toll finde, sag mal, wolltest du abhauen? Das sah aber ziemlich erbärmlich aus, Junge. Komm, einfach draufhauen. Ah, Crit ist aufgeladen. Wie konntest du diesen Schlag überstehen? So, und jetzt deine Kinder. Moment, das sollte man vielleicht nicht so ausdrücken. Deine Schlüpflinge, die sind aber auch garstig, also deswegen müssen sie weg. Ich würde ja friedlich mit ihnen koexistieren, aber die fangen an, also ich weiß ja, die beißen eh. Dann werden sie halt weggehauen. So, ich will da oben in die Bude reingucken, auch wenn es nicht direkt auf dem Weg liegt. Und in die andere Bude eigentlich auch. Ah, dann machen wir wieder Luftlinie Richtung Vault 95. Aber vermutlich liegt da noch mehr auf dem Weg. Stechflügler. Da. So. Flitzer. Habe ich das richtig gelesen? Stechflügler, Flitzer? Echt jetzt? Was ist denn das jetzt? Die neue Form. Was, du trägst zu viel? Kann ich... Habe ich ein Wasser dabei, das ich trinken kann? Nee, ich könnte noch einen Nuka-Cola trinken, aber komm mal, hä? Hey. Kriegen wir hier noch bei dir? Ja, wir kriegen noch ein paar Sachen unter. Sehr schön. Die Reise kann dann gleich weitergehen. Was ist denn das für eine scheiß Waffe? 26 Schaden bei einer 45er. Nee, komm, lass mal gut sein. Klar. Okay. Halt aber dein Hemd an. Ich sehe schon, wir stehen dann vor Vault 95 und sind wieder überladen. Da kann ich wieder einen dieser ungelenken Schnitte machen. Minen. Ist hier jemand mit einem Boldo? Leuchtfackeln. Moment, Leuchtfackeln? Sind die für die Leuchtpistole, um die Minutemänner beizurufen? Don't feed the bears. Ja, egal. Aber Yogi-Bär wäre lustig. Und laut diesem einen Zeichentrick kann man aber den Bären verjagen mit einer Dose, also so einer Blechbüchse, in der Steine drin sind. Dann schüttelt man damit und er macht nö und will dann weggehen. Gott, welcher Zeichentrick war das nochmal? Das war doch irgend so ein Parkranger, der dann immer mit dem bisschen frechen Bären zu tun hatte oder so. Du scheiß Spanner! Huch, was war das? Lass dich doch nicht von sowas stechen! Das macht Löcher in die Haut. Voll die Spannerin. Guckt hier voll unten drunter durch. Ich glaub's ja nicht. Beim Spannen verstorben. So, was klitscht da durch? Ah, das ist ein bisschen Bodendreck. Bodendreck, ja, so nennt man das. Ah, Klatter auf Englisch, ne? Oder zumindest bei Fallout 3, so diese Papierchen und so weiter, was man in den Vaults immer auf dem Boden gefunden hat, das nannte sich Klatter. Weil das einfach nur so ein bisschen ekelhafte Verzierung war. Ekelhafte Verzierung. Eine Verzierung, die ins Negative geht. Ja. Anti-Deko. Okay. Ich hab gesagt, jetzt machen wir wieder Luftlinie. Denk wie das Badezimmer nach einer Salisbury Steak Nacht. Ja, zum Glück essen wir kein Salisbury Steak mehr. Wir essen Sachen, die nicht verstrahlt sind. Außer wir haben keine andere Wahl. Hallo, wer ist denn hier verunglückt? Ah, da konnten 6 Leute drin sitzen. 7, wenn man ein paar Augen zudrückt oder Kinder nimmt, ne? Also, hier, ne, die Eltern, dann hier die Freunde der Eltern und hier die Kinder der Eltern. hier, ne? Ja, genau, die Richtung stimmt. Ich muss immer mal wieder nachgucken, auch wenn ich da unten einen Kompass hab. Da ist eben einer auf sein Akkordeon gefallen, oder? Wurp, wurp. Ist das schon der Eingang in die Vault? Das wird uns heimgeleuchtet, aber das ist bestimmt noch eine Alarmanlage. Guck mal da. Das ist ein Kampfbot, ne? Das ist keine Powerrüstung, oder? Ach, stimmt, ich habe mir auch noch 2 Locations aufgeschrieben, wo ich Powerrüstung gesehen habe. Die könnten wir auch am Ende noch abholen. So. Ja. Komm. Oh, der legendäre leuchtende Mischling. Ah, shit. Ich hatte gehofft, dass die Nahkampfattacke vielleicht ausreicht, um ihn zu killen. Leider nicht. Oh, der hat noch mehr Kumpels dabei. Oh, ein Alpha-Mischling. Aber ist der Legendäre nicht stärker wie der Alpha? Wie haben die sich toleriert nebeneinander? Wow. Da hebt er ab.
Und plus 1 Stärke und Ausdauer ist eigentlich gut, aber nicht für mich. Können wir wieder irgendeinem von unseren Untergebenen geben. Oder es kommt einfach in die Sammlung für die legendären Sachen, ja. Höchstwahrscheinlich kommt es dahin. So, hier waren noch ein paar mehr Hunde. Kate, wo hast du die abgeschossen? Ich will ja auch das Hundefleisch mitnehmen. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber Loot. Loot ist Loot. Und die nimmt man mit. Und dann fängt man irgendwas Tolles mit an. Ach, Kate, wie steht's denn eigentlich mit deiner Muni? Müssen wir uns da Sorgen machen? Hey. Zwei Schrotpatronen. Ja, wir müssen uns Sorgen machen. Komm, du sollst ja weiterhin mit der guten Waffe schießen dürfen. So, komm, kriegst du mal wieder so, ja, fast 200. Ah, klar. Behalt aber dein Hemd an. Noch, ja, vielleicht später nicht mehr, ne? Ich meine, die Kate, ich mag sie eigentlich irgendwie, aber ich mag auch die Piper und so, ne? Zu MacReady habe ich jetzt keine riesig starken Gefühle für und gegen. Man konnte ja scheinbar auch mit ihm flirten, aber der hat ja ein Kind und so. Und ja, und das wohnt auch ein bisschen weiter weg, also nicht hier im Commonwealth. Der ist ja hergekommen, weil er da das Heilmittel gesucht hat und so. Da will ich mich eigentlich, würde ich mich auch nicht zwischen reindrängen wollen, ne? Zwischen seine Beziehung oder halt zwischen ihn und sein Kind vielleicht. Da ist mal wieder der Bauer vorbeigefahren. Also, falls ihr ein bisschen Getöse gehört habt, da konnte ich das nicht rausdoktoren. Das ist ja leider meistens so laut, dass ich das nicht mit dem Noise Gate rausfiltern kann. So. Okay, das ist wirklich ein Militärbot da drin. Dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht aktivieren können oder so. For better or for worse. Ah, verbessertes Schloss. Ach, Kate, weißt du was? Kate? Du willst dich doch nützlich machen. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie nicht hierher. Oh, Zement. Zement. 5 Päckchen. Ja, geil. Ich meine, im Moment brauche ich den Zement nicht mehr so. Ah, und das können wir nur von innen aufmachen, ha? Huh? Ah, jetzt kommt sie nicht, das Mädel. Kate, komm mal an hier. Hier ist eine Tür, die du knacken könntest. Ja, mach halt doch ich das selbst. Selbst ist der Gernot. Ja, das ist ja lustig. Schön. Der Gernot, ne? Jetzt gibst du doch nur noch an. Ja, ja. Der Gernot ist ja in Diablo war er ein Paladin, ne? Und das Lustige ist, bei der Brotherhood of Steel gibt es ja auch den Rang Paladin. Das wäre ja lustig, wenn wir uns den anschließen würden. Okay, das, it was a trap. Geh mal nicht so nah ran, Kate. Sag mal, kannst du mal stehen bleiben, damit man gut auf dich zielen kann? Achtung! Ja, die gehen nämlich immer in die Luft. Wow! Wow, sah das cool aus, als du da durch die Flammen gekommen bist, Kate. Wäre vielleicht ein gutes Thumbnail, wenn es nicht wieder zu schnell und so unscharf wäre und so, ne? Jetzt müssten wir was essen oder trinken. Ja, komm, trink mal das Wasser da weg. So, irgendwann kriegen wir wieder Wasser. Danke für diese ganzen Baumaterialien. Okay, und außerdem Bot war ja nichts drin. Okay, schade. Ah, aber das ist wirklich noch nicht die Vault, außer sie hat noch einen anderen Hintereingang wieder. Nee, das ist nur ein kleiner militärischer Vorratsposten. Ne? Na gut, ist ein bisschen Zeug drin. Uns geht's gut mit dem ganzen Loot. Okay. Aber wir sind ja fast da. Okay. Da läuft was. Könnten Gunner sein, wenn ich das richtig beobachtet habe. Licht aus, bitte. Okay, dann haben sich hier die Gunner breit gemacht. Und innen drin sind dann aber bestimmt voll verchunkiete Ghule, die leuchten oder so. Oh ja, bestimmt leuchtende, die dann wieder die toten anderen Ghule aufwecken und... Damit es ein bisschen schwieriger wird. Aggressotron, okay. Legendärer Gunner, ja, das sieht ja schon mal richtig geil aus. Da hat man richtig Bock drauf. Da ist er ja. Vault 95. Aha. Gehen wir rein, wir müssen den Entgiftungsraum finden. Ja. Ach, ich habe übrigens wirklich mein Scharfschützengewehr weggelegt und jetzt wollte ich es mal wieder verwenden, ne? Jetzt hätte ich es gerne mal wieder verwendet. Ja, scheiße war's. Können wir den legendären Gunner vielleicht mit einem Crit weghauen? Hier auf den Kopf. Ein Crit ist nicht fertig aufgeladen. Scheiße. Ah, für den wäre es jetzt richtig gut gewesen, aber okay. Ah, vielleicht können wir das noch ein bisschen cheesen.
Wen von denen treffen wir denn am meisten? Den da. Okay, dann versuchen wir das mal. Treffer und Treffer. Ah, jetzt haben sie uns aber eh gemerkt. Also mit Sneak Damage ist jetzt nichts mehr. Ah, scheiß Aggressor-Drohnen, der hat wieder so einen Killer-Laser. Achtung, Kate. Vorsicht. Das ist ein Spicy Boy. Ja, gut. Die Gefahr ist gebannt, aber da war noch einer, oder? Oh ja. Ja, könnte man fast sagen, aber... So. Hauptsache, ihr Laser ist weg. Gut, jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen Crit hochzuhebeln und dann den legendären Gunner wegzuballern mit einem Headshot. Wenn das denn geht, ne? Jetzt müssen wir hier nochmal die AP nachladen lassen. Und dann legendärer Gunner, bitte in den... Das Crit ist noch nicht ganz voll, da fehlt noch ein minimaler Strich. Oh, Menno. Dann gleisen mir sogar wieder die Worte, ihr Ärsche. So, danke. Und das muss jetzt gehen. Jetzt haben wir nicht genug AP. Ja, geil. Weil da hätte ich wirklich gern den Kopf auf Eimer weg. Komm, das muss jetzt reichen, oder? Es reicht nicht. Was machst du denn da, Kate? Bleib doch in Deckung. Jetzt. Und? Bam! Jawohl! Genau so wollte ich das sehen. Okay, und den Rest, den mobben wir jetzt einfach so weg wie immer. Ach, das Voltor ist schon offen. Okay, finden wir vielleicht doch drin nicht so viele Ghule. Ah, Geschützturm, komm. Yep. Jetzt können wir eigentlich auch das Licht anmachen. Die wissen eh, dass wir kommen. Der eine ist... Ah, hier ist der Aggressor dran, okay. Ja, wir müssen ja vom Wärter unsere Schrotpatronen wieder wettmachen, ne? Der eine ist hier genau umgefallen, der Gunner. Und schon sind wir überlastet. Ich sag's doch, wir müssen gleich wieder hier hin, nachdem wir Zeug abgelegt haben. Komm, noch ein gegrillter Rettisch, dann reicht's zumindest für das, was wir jetzt dabei haben. Aber wir kriegen ja hier bestimmt genau einen Schnellreisepunkt. Was macht's uns leichter? Den legendären Gunner würde ich aber schon gern noch ausplündern. Komm, schmeißt du hier halt was auf den Boden. Hier zwei Kampfgewehre weg, das reicht schon mal. So, plus eins Beweglichkeit und Wahrnehmung. Aber weißt du, halt wieder so eine Low-Bob-Rüstung, nichts Gescheites. Es ist mies. Ich will endlich mal wieder guten Loot. Das ist ein gutes Sturmgewehr. Komm, dann schmeiß lieber die weg. Ach komm, das reicht eh nicht. Wow. Okay, wir sind sehr überladen. Den Augenbot-Helm würde ich aber gerne mitnehmen. So. Habe ich noch irgendwas nicht gelootet oder sind wir jetzt hier durch? Weil ich lasse ja ungern was liegen. Egal ob neuwertig, secondhand oder noch kaputter, wir nehmen alles mit. Na, wie sieht's aus hier oben? Ja, ich meine da... Alter. Mann, ich hoffe auf dich, ist das Geld ausgesetzt. Was? Von wo rufst du? Ich weiß nicht, wo du bist. Okay, das hier war der legendäre Gunner, genau. Ah, vielleicht können wir noch was kochen und somit ein bisschen Kapazitäten freikriegen. Och, bloß weil einer da auf dem Berg oder da unten meint, uns gehört zu haben, können wir jetzt nicht kochen. Ja, bei 405, egal wie viel wir da verkochen. Das wird nicht reichen, damit wir wieder normal laufen können. Ah, guck, da oben die Balken bei dem Gefahren-Text neben. Die gehen weiter auseinander. Das heißt... Oh Gott, muss das jetzt so lange dauern? Ich meine, ich kann auch nicht schnell reisen, solange da Vorsicht steht. Also müssen wir wohl oder übel warten, bis das weg ist. Bis der sich da weit genug beruhigt hat. Ich könnte jetzt auch suchen gehen, aber ehrlich gesagt, die Berge da sind mir zu steil. Na Kate, wir sind deiner Heilung sehr nahe. Da. Oh ja, du zitterst ein bisschen, ne? Das ist passiert, ne? Das nenne ich den alten Tatterich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gell? Ach, noch mehr Meierlackfleisch, ja. Und Köterkeulen, wuppdidu. Und Eieromelett. Hey, ich glaube, damit haben wir ein bisschen Gewicht dann freigekriegt, hä? Da bin ich mal aufs Vorher und Nachher gespannt. Aber nix mit Getränken. So, wir waren eben bei 408 oder so und jetzt sind wir bei 402, immerhin. Wupp, wupp. Ja gut, aber es reicht ja trotzdem nicht. So, wupp.
Ja, ein klein bisschen wehgetan haben wir uns jetzt. Es ist nicht weiter schlimm. So, gut, dann schmeißen wir hier ein bisschen Kram weg. Und ihr kennt ja das Spiel, ne? Gernot nimmt Sachen mit, Gernot lässt Sachen fallen und holt sie dann später wieder ab. So, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder hier. Wir haben ja jetzt den Schnellreisepunkt. Und dann gucken wir uns die Vault genauer an und finden hoffentlich das Heilmittel. Bis dann. Ja, da bin ich fies. Also ich musste jetzt wirklich diesen Moment kurz bevor wir die Vault betreten, das musste ich als Cliffhanger für die Folge hernehmen. Ich hätte ansonsten die Folge gern doch noch ein paar Minütchen länger gemacht, weil da ein bisschen Inventarmanagement dann am Ende drin war. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel und ihr schaltet vielleicht auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und dann wird's endlich in die Vault reingehen. Also außen haben wir es jetzt gesehen. Da hatten sich Gunner irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie sich eingezeckt haben. Die haben halt wahrscheinlich zumindest den oberen Bereich der Vault für sich beansprucht. Ob das innen drin dann genauso aussieht, ja, das sehen wir natürlich beim nächsten Mal. Haha, da versucht der Ozzel euch wieder ein bisschen Hunger für die nächste Folge zu machen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde es ja fast erwarten. Wir gehen da rein und dann rennen da nur Gunner rum, aber vielleicht treffen wir ja doch noch, keine Ahnung. Eine andere Fraktion erwarte ich eigentlich nicht, aber irgendwelche anderen Gegner. Oder vielleicht mal ein paar Rätsel, das wäre auch ganz nett, ne? Also ich hoffe, ihr habt dann auch ein bisschen Bock auf die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und sagt dann mal bis denne.